Pakistan gehört zu den ärmsten und am wenigsten entwickelten Ländern Asiens. 18 Millionen Menschen dort haben keinen ausreichenden Zugang zu sauberem Trinkwasser. Nestle wird vorgeworfen, mit dem Abfüllen des Wassers in ihrem Werk in Sheikhupura die Probleme noch größer zu machen. 90% des ohnehin sehr knappen Wassers in diesem Land wird von der Landwirtschaft, 7% von den privaten Haushalten, 3% von der Industrie verbraucht. Das Wasser ist nicht nur wenig, sondern auch nicht in einer sehr guten Qualität. Eine Zahl mag dabei helfen, das einzuordnen. 250.000 Kinder sterben jährlich an mangelnder Hygiene und auch an dem mangelnden Wasserstandard in diesem Lande. Eine unglaublich erschreckende Zahl. Nestle unterstützt die lokalen Gemeinschaften im Umfeld des Werks beim Zugang zu sauberem Wasser. Daher hat Nestle zum Beispiel in Bati Dilwan eine Wasseraufbereitungsanlage für das Dorf gebaut. Diese Anlage entfernt jede Verschmutzung aus dem Wasser. Alle biologischen und auch chemischen Verunreinigungen werden herausgefiltert. All such contaminations are removed in this plant. The capacity of the plant is. Sie kann 2,5 Kubikmeter Wasser pro Stunde reinigen und bis zu 10 Stunden am Tag betrieben werden. Danach wird die Aufbereitungsanlage keimfrei gereinigt. Das Verhältnis zu Nestle ist sehr gut. Ja, in der Vergangenheit gab es ein Problem, aber wir haben gemeinsam eine Lösung gefunden. Durch die neue Anlage sind Krankheiten durch verunreinigtes Wasser um 80% zurückgegangen. Wasser ist hier wirkliche Lebensqualität, auf die es ankommt. Und da leistet Nestle in den umliegenden Dörfern zum Beispiel einen sehr, sehr wichtigen Beitrag. Nestle ist sich ihrer Verantwortung in der Region bewusst und versucht dieser, gemeinsam mit Partnern vor Ort, auch gerecht zu werden.